Unsere Anlage ist vollautomatisiert und über eine grafische Oberfläche steuerbar. Diese kannst du einerseits am Schaltschrank in der Anlage bedienen. Andererseits hast du auch über eine App darauf Zugriff. So kannst du deinen Cube standortunabhängig und bequem über das Internet betreiben. Das ist unser Interface. Hier gibt es eine Übersicht über alle Aktoren und Sensoren in der Anlage. Dazu gehören unter anderem die Filter wie Denitrifikation und Abschäumer. Aber auch die Gebäudetechnik kann hier gesteuert werden. So kannst du zum Beispiel in den vorgegebenen Tag-Nacht-Rhythmus eingreifen und das Licht früher einschalten, wenn du morgens etwas an der Anlage arbeiten musst. Oder du kannst eintragen, wie viele Tiere du für den Verkauf entnommen hast, damit sich automatisch die Fütterungsmenge an den reduzierten Besatz anpasst. Daneben sind hier die Daten verschiedener Sensoren einsehbar. Diese können vor Ort über das Panel beobachtet werden. Optional können die Daten jedoch auch übersichtlicher über den eigenen Cloud-Service online abgerufen werden. Dies betrifft sowohl Sensordaten, aber auch Funktionsgraphen der einzelnen Komponenten. An den Kurven kannst du erkennen, wo Mittelwerte liegen und wie stabil dein Cube läuft. Neben der Einsicht kannst du Daten auch überwachen und abspeichern, um später Langzeitauswertungen anzufertigen. Falls irgendwas in der Anlage schief läuft, wirst du als Betreiber sofort informiert. Bei leichten Störungen gibt es eine Meldung auf dem Software-Interface. Diese können dann oftmals über Remote-Zugriff behoben werden. Bei kritischeren Störfällen erhältst du direkt einen Anruf auf dein Handy. Dann solltest du dich innerhalb weniger Stunden zur Anlage begeben und den Fehler beheben. Für solche Fälle, wie zum Beispiel einen Stromausfall, gibt es eine Notsauerstoffversorgung im Cube, wodurch das Wohlergehen der Tiere über mehrere Stunden hinweg gesichert ist. Die Bedienung des Interfaces ist sehr intuitiv gestaltet. Alle Funktionsgruppen können einzeln von einem Startbildschirm aus, ähnlich wie Apps, aufgerufen werden. Hinweise, Fehler und Alarme werden durch Farbgebung optisch hervorgehoben. Somit kannst du auf einen Blick beurteilen, wie der Zustand deiner Anlage ist. Hier im Beispiel ist zu sehen, dass die Fütterung im Becken 3 ausgestellt ist. Das erkennst du daran, dass diese Zahlen in Rot dargestellt sind. Durch Klicken auf Futter können wir nun der Bedienstruktur folgen, um die Fütterungen wieder zu aktivieren. Durch ein Klicken auf Home gelangen wir wieder zurück zum Hauptmenü. Dass in der Funktionsgruppe Trommelfilter ein Hinweis vorliegt, ist an der gelben Zustandsanzeige abzulesen. Hier ist nun zu sehen, dass vergessen wurde, die Sedimentation nach einer Wartung im Handbetrieb wieder auf den Automatikmodus umzustellen. Beim Umschalten der Sedimentation erscheint ein Pop-up, welches unabsichtliche Bedienungen verhindern soll. Nach Bestätigung wechselt der viereckige Zustandsanzeiger auf grün und zeigt somit an, dass die Sedimentation wieder im Automatikbetrieb ist. Die Automatisierung ermöglicht dir eine einfache Bedienung und Überblick über die Anlage. Tägliche Abläufe wie das Spülen von Filtern oder die Fütterungen werden vollautomatisch ohne dein Zutun geregelt. Alle Parameter werden durchgängig überwacht. Sobald Grenzwerte überschritten sind, wirst du umgehend von der Anlage informiert. Im Ergebnis hast du wenig Arbeitsaufwand bei gleichzeitig maximaler Kontrolle. Das sorgt für beste Aufzuchtbedingungen und eine stabile, planbare Produktion.